Ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute treffen. Moritz ist der erste Unterstützer von Cleanup gewesen, unser erster Kunde. Und ja, wir sprechen heute einfach mal ein bisschen drüber, warum du dich für uns entschieden hast, was du machst und auch warum wir das machen, was wir machen und was du da eigentlich genau unterstützt. Ja, ich freue mich total, hier zu sein. Ja, ich mich auch. Würdest du einfach mal kurz vorstellen, was Same But Green macht? Klar. Also ich habe Anfang 2019 Same But Green gegründet, einen Online-Shop für nachhaltige Reiseprodukte. Eigentlich ist die Idee daraus entstanden, dass ich Book It Green gestartet habe, eine Buchungsplattform für nachhaltige Ferienunterkünfte und einfach auch noch Produkte anbieten wollte für Reisen und im Alltag, die eben komplett plastikfrei sind. Und eigentlich in dem Prozess habe ich gemerkt, dass plastikfrei leben nicht unbedingt ausreicht, sondern dass wir auch was dafür tun müssen, dass eben Plastik aus der Natur rausgeholt wird. Und bin deshalb eigentlich schon seit Anfang an auf der Suche nach einem guten Partner, mit dem wir dann tatsächlich Plastik aus der Natur entfernen können. Und so sind wir nach langer Suche dann auf CleanHub gestoßen. Was auch meine Community total interessiert hat, ist, was eigentlich CleanHub genau macht. Erklär das doch nochmal kurz. Ja, sehr gern. Also CleanHub ist aus dem Eigenantrieb eigentlich entstanden, wie bei dir auch, zu einer nachhaltigeren Welt eigentlich beizutragen. Und was uns eben sehr stark umgetrieben hat, ist dieses ganze Thema Ocean Pollution, Plastic Pollution. Und wir hatten uns dann einfach überlegt, gibt es einen Weg, wie man dieses Thema auch at scale angehen kann? Oder was ist eigentlich überhaupt das zugrunde liegende Problem? Und ich hatte dann im Dezember 2018 meinen eigentlichen Job in einem Software-Startup in Zürich verlassen, eben mit der klaren Zielsetzung herauszufinden, warum es überhaupt zu Plastic Pollution kommt. Und mit meinen Mitgründern zusammen sind wir dann im Oktober 2019 zusammen nach Indien gefahren, um mal so ein bisschen zu schauen, basierend auf der ganzen Desk-Research, die wir in Deutschland gemacht haben, warum wir hier nicht so ein extremes Plastikverschmutzungsproblem haben und warum es eben in anderen Teilen der Welt dazu kommt. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass die traurige Realität eigentlich ist, dass wir auch in Deutschland nicht so wahnsinnig viel recyceln, wie wir immer behaupten. Wir liegen aktuell, glaube ich, bei knapp 15% Recyclingquote. Über 60% geht in die Verbrennung. Dann geht nochmal ein kleiner Teil, wird ins Ausland verschifft, wo aber niemand so ganz genau weiß, wird das jetzt da tatsächlich recycelt oder tatsächlich wird viel eben nach Asien auch geschifft, aus Europa raus. Und was uns dann eben in Indien total überrascht hat, ist, wie viel tatsächlich recycelt wird. Es gibt dort einen großen informellen Sektor, der eben gerade die ganzen Hartplastikarten wie Wasserflaschen, Shampooflaschen, Waschmittelverpackungen einsammeln und dann eben auch einem Recyclingprozess zuführen. Und was dann zurückbleibt, ist ein sehr großer Anteil an Folienabfällen, an sogenannten Multilayer-Verpackungen, an sehr stark kontaminierten, also zum Beispiel mit Essensresten kontaminierten Kunststoffarten, wo das Recycling einfach nicht funktioniert. Und, ja, ich meine tatsächlich, das sind ja genau diese Dinge, die mir auch in dem Prozess aufgefallen sind, wenn man sich mit dem Thema Müll beschäftigt. Also beispielsweise eine Pizzaverpackung schmeißt man einfach in den Papiermüll, obwohl, wenn da noch Reste dran sind, die eigentlich in den Restmüll gehört. Das heißt, das sind Dinge, die weiß man heute gar nicht. Und dann eben auch dieses Thema, wie viel Plastik und wie viel Abfall entweder einfach verbrannt wird oder verschifft wird, dann nach Indonesien, nach Indien, in verschiedene Länder und dort dann von Hand teilweise recycelt wird, aber teilweise eben, wenn es keinen besonderen Wert hat, einfach auch in der Natur endet. Ganz genau. Und das fand ich eben total spannend bei CleanHub, dass ihr sagt, wir sammeln oder wir lassen nicht nur vor Ort eben sowas wie PET-Flaschen einsammeln, die tatsächlich einen realen Wert haben, sondern wir holen tatsächlich jede Form von Müll und Plastik aus der Natur. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was passiert mit dem Plastik? Ganz genau, ja. Was macht ihr damit? Ja, und das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es ist jetzt auch kürzlich eine Studie rausgekommen, dass ca. 80% aller Kunststoffabfälle, die ins Meer gehen, eben genau dieses wertlose Material sind, was nicht recycelt werden kann. Und dann steht man vor der Entscheidung, eben, was mache ich damit? Und es ist einfach so, dass es in diesen Ländern auch zum Großteil keine Müllverbrennungsanlagen gibt, so wie es bei uns der Fall ist, weil der normale Hausmüll viel zu nass ist. Das sind aber dann technische Details. Und wir haben dann eben geguckt, was kann man mit diesem Material noch machen? Weil alles ist besser, als dass es in den Meeren landet. Und das ist leider tatsächlich in der ganzen Nachhaltigkeitsbewegung so, dass man häufig vor Szenarien steht, wo man sagen muss, was ist besser als der Status quo? Und
Aber ehrlich gesagt, das ist ja auch ein Prozess. Also man geht ja auch einen Schritt nach dem anderen. Ganz genau. Häufig erwarten Kunden oder auch Partner, dass man irgendwie von 0 auf 100 geht. Aber es ist eben ein Prozess, wo man auch technisch Anpassungen vornehmen muss, wo man tatsächlich kommunizieren muss, was passiert und wie man sich entwickelt. Und das ist genau das Wichtige, diese Schritte dann auch gemeinsam zu gehen und sich weiterzuentwickeln. Absolut, absolut. Und man sieht es ja auch in der heutigen Industrie. Es ist so, es wird nach Alternativen gesucht, aber wir haben eben das hier vor auf dem Weg hierher zum Interview gefunden. Das ist eben dieses Multilayer-Packaging-Material, wo man dann auf der Innenseite irgendwie ein Metall hat, außen hat man dann Kunststoff. Das lässt sich einfach nicht recyceln. Es geht nicht. So, und dann ist eben die Sache, auch dieses Material zersetzt sich erst nach 400, 500 Jahren. Wenn es niemand haben möchte, dann sammelt es niemand auf. Und was wir eben gemacht haben jetzt ist, wir haben uns mit der Zementindustrie zusammengetan und in der Herstellung von Zement braucht man extrem hohe Temperaturen, knapp 1400 Grad. Und aktuell werden diese hohen Temperaturen eben sehr stark über Kohle und Gas erreicht. Und was wir machen, ist, wir versorgen im Prinzip die Zementindustrie mit diesen Arten von Abfall. Und hier wird dann in dem Produktionsprozess vom Zement zumindest die Energie des Kunststoffs wieder zurückgewonnen. Und alles, was an Mineralik, also der Müll ist ja sehr kontaminiert mit Sand, Schlamm, Ölen, alles Mögliche. Und alles, was eben an Mineralik zurückbleibt, kann dann als Grundstoff auch für den Zement wieder mit dazugegeben werden. Das heißt, was wir einfach sicherstellen, ist, dieses Material wird gesammelt und dieses Material wird sauber entsorgt, sodass danach nichts wieder auf den Landfill muss. Weil wenn man dann wieder was auf den Landfill schmeißt, dann kommt wieder der nächste Monsunregen, dann kommt wieder der nächste Wind, trägt das Material wieder in die Flüsse, von wo es dann eben wieder ins Meer geht. Ne? Ja, und dann sind wir ja genau bei diesem Thema, dass deshalb so viel Plastik im Meer ist, deshalb sterben Tiere. Deshalb, ganz genau. Ne, ist es einfach so, dass unsere gesamte Natur Probleme hat aufgrund dieses ganzen Abfalls. Ja. Und wir bei Sandbad Green, wir haben uns eben gedacht, eigentlich für jede Bestellung, bei uns, egal ob jetzt eine Edelstahl-Trinkflasche, Edelstahl-Lunchbox, also völlig egal, was man bestellt, spenden wir sozusagen oder geben Geld dafür, dass Plastik dort vor Ort gesammelt wird. Und zwar ein Kilo. Ja. Und vielleicht, damit man irgendwie ein Verhältnis hat, kannst du noch mal erzählen, wie viel ein Kilo Plastik überhaupt also ist. Also eben, wenn man jetzt hier diese Verpackung nimmt, die wiegt noch nicht mal ein Gramm. Okay. Also da muss man schon einiges einsammeln, dass man auf diese eine Tonne kommt. Und was uns eben auch extrem wichtig ist bei dem Ansatz, wir probieren möglichst die Systeme zu incentivieren, die dieses Material so früh wie möglich einsammeln. Das heißt, wir unterstützen jetzt nicht zwangsläufig Beach Cleanups, wo das Material dann schon am Strand liegt, sondern wir gehen hin und sagen, wir müssen dahin kommen, dass der Abfall sauber an der Haustür abgeholt wird und eben in den jeweiligen Verwertungsweg zugeführt wird. Das heißt, alles, was recycelt werden kann, muss ins Recycling gehen. Alles, was eben nicht recycelt werden kann, darf unter gar keinen Umständen in der Umwelt landen, sondern muss eben auf dem bestmöglichen Weg, den es heute gibt, verwertet werden. Und genau das stellen wir sicher. Und was dabei ja jetzt so extrem wichtig ist, ist eigentlich dadurch, dass du dich als Same But Green bereit erklärst, pro verkauftem Artikel die Sammlung von einem Kilo zu sponsern sozusagen, gibst du diesem Material einen Wert. Das heißt, es fängt an, für die Leute Sinn zu machen, zu sagen, okay, hier liegt Müll am Straßenrand, aber der hat einen Wert, ich sammle den jetzt auf und wir wissen, dass es hinten raus sauber entsorgt wird. Ja, das schafft ja Jobs auch vor Ort und, genau, ist damit eigentlich sehr, sehr gut auch lokal eingebunden. Ich meine, was wir tatsächlich feststellen ist, wir sind jetzt noch nicht das größte Unternehmen, logischerweise. Ja. Wir haben jetzt knapp über 5000 Kundinnen und Kunden. Ja. Und ich stelle mir immer vor, was passiert, wenn wirklich große Unternehmen anfangen, auf diesen Zug aufzuspringen und zu sagen, hey, wir tun wirklich was dafür, dass wir Müll wieder aus der Natur rausholen. Wir geben nicht nur zusätzlichen Müll rein, so wie das momentan passiert, sondern wir hören auf, Müll zu produzieren und ziehen noch Müll raus. Und das ist eigentlich genau das, was für uns so spannend ist, da in diesem Bereich auch ein bisschen Vorreiter zu sein. Ja. Und natürlich ist es für uns auch eine Business-Entscheidung. Also wir müssen uns überlegen, funktioniert das? Kommt das bei den Kundinnen und Kunden an? Freuen die sich? Und tatsächlich, was wir gemerkt haben, ist in der Kommunikation, unsere durchschnittlichen Warenkörbe werden höher. Mhm. Das heißt, durch die Kommunikation mit euch ist eigentlich klar geworden, okay,
pro Bestellung auf Same But Green wird ein Kilo Plastik aus der Natur geholt. Und dadurch haben wir festgestellt, dass die Kunden im Durchschnitt mehr bestellen, weil sie eventuell noch für ihre Partner mitbestellen oder für Freundinnen und Freunde. Und das finden wir super spannend. Und das Gleiche beobachten wir auch bei dem sogenannten ROAS, also beim Return on Ad Spend, wenn wir Facebook-Werbung machen, was wir natürlich auch tun, dass tendenziell Werbeanzeigen, wo wir darauf hinweisen, besser funktionieren. Ja, das heißt, wir merken auch, dass das bei den Kundinnen und Kunden gut ankommt und eben nicht nur, ich sage jetzt mal, ein Sozialprojekt ist, sondern tatsächlich auch nach und nach ein immer relevanterer Anteil der Bevölkerung an dem Thema Interesse hat und das positiv fördert und auch bereit ist, dafür Geld auszugeben. Ja, absolut. Ich meine, man sieht es ja jetzt auch so an den Gesamttrends, wie wahnsinnig viele Leute für die Umwelt auf die Straße gehen, wie die Wahlergebnisse aussehen. Man sieht, was mit der Welt passiert. Wir müssen einfach was tun. Und gerade deswegen sind wir unglaublich froh über deine Unterstützung auch, weil man eben so diese Grassroot-Movement startet, weil man so die Ausrede nimmt, dass man nichts machen kann. Man kann was machen, aber es kostet eben Geld. Und so muss es auch sein. Dieses Material muss Geld kosten, es muss zum Kostenfaktor werden für große Unternehmen, weil nur dann macht dann eben auch die wirtschaftliche oder aus wirtschaftlicher Sicht macht es dann Sinn, den Abfall zu vermeiden. Ja. Und das ist das große Ziel, auf das wir eben hinarbeiten. Es ist ja auch Teil der wirtschaftlichen Entwicklung. Also es werden Fehler gemacht und dann ist es eben die Aufgabe von Unternehmen, die eine Vorreiterrolle einnehmen, tatsächlich diese Fehler wieder gut zu machen und positiv voranzugehen. Und die Chance haben am Ende momentan fast alle Unternehmen, da tatsächlich noch absolut was Positives zu verändern. Ja. Also es ist so, an Abfällen scheitert es nicht. Wir laden jedes Unternehmen ein, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir können von heute auf morgen, locker 200, 300, 400 Tonnen mehr einsammeln. Es ist so, wir haben mittlerweile Projektpartner, die können wir anrufen und die können sofort einen neuen Stadtteil in Indien freischalten, der mit einer geregelten Abfallentsorgung verbunden wird. Ja. Das schafft im Durchschnitt, wenn man 10 Tonnen pro Monat einsammeln lässt, schafft es knapp 8 Stellen und knapp 10.000 Haushalte werden mit einer Abfallsammlung verbunden. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, was das für einen Impact hat. Ja. Und es geht, es funktioniert. Also diese Ausrede, dass es keine Infrastruktur gibt, ist falsch. Dass dieses Material niemand sammeln möchte, ist auch falsch. Dass man das nicht mit sauberen Arbeitsbedingungen hinkriegt, ist auch falsch. Wir arbeiten mit hervorragenden Partnern zusammen, die eben genau das alles sicherstellen. Ja, das ist ja auch das, was ich am Anfang wirklich beobachtet habe, dass ihr die einzigen seid auf dem Markt, zumindest die ich gefunden habe, die tatsächlich jede Form von Plastik einsammeln. Ja. Das heißt, die nicht irgendwo da aufhören, wo man kein Geld mehr damit verdient. Ja. Und gleichzeitig finde ich es total interessant, dass ich bei euch auf der Webseite verfolgen kann, wann wird das Plastik eingesammelt, was wir finanziert haben oder was am Ende unsere Kundinnen und Kunden finanziert haben. Wohin geht es? Wer hat es eingesammelt? Ja. Ich sehe noch Namen und ein Foto. Ja. Ich sehe am Ende ein Gewicht dazu, also tatsächlich von der Waage. Das heißt, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und sehe, was da passiert. Und das finde ich einfach super. Also die Zusammenarbeit ist hervorragend und wir machen das ja jetzt schon ein paar Monate. Ja, genau. Und das wird auch so weitergehen. Ja, ich meine, du hast jetzt dafür gesorgt, dass 3 Tonnen schon sauber entsorgt wurden. Und was du da eben angesprochen hast, ist eben auch wieder genau der Punkt, es muss trackbar sein. Es muss genügend Vertrauen in diesem System sein. Deswegen haben wir eben diese App entwickelt, mit der die Leute dann auch wirklich nachvollziehbar machen, dass die Aufgabe erledigt wird. Ich meine, es fordert natürlich schon einiges an Vertrauen, dass du jetzt hingehst und sagst, ich bezahle dafür, dass am anderen Ende der Welt Abfälle gesammelt werden. Und genau dieses Vertrauen wollen wir eben auch über CleanUp aufbauen. Und ja, ich kann mich auch nur noch mal herzlich bei dir bedanken, dass du uns das Vertrauen von vornherein entgegengebracht hast. Ja, ich freue mich und ich hoffe, dass immer mehr Unternehmen dazukommen. Ja, absolut. Ich auch. Alles super. Klar. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Und auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. So schaut's aus.